Mahlzeit, ihr Brutalinskis, Knochen wieder hier. Eigentlich sollte das auch durchgedattelt werden. Leider haben wir nicht geschafft, oder beziehungsweise mein Damen, die hat das Spiel für mich gespielt, hat es nicht geschafft, das durchzuspielen und hat auch wirklich keinen Nerv mehr dazu gehabt. Und ich habe sie spielen lassen, weil ich schon gar keinen Bock hatte, über das überhaupt anzufangen. Ich wollte irgendwie anfangen, aber ich dachte mir so, ey, ich hasse Spiele mit Jumpscares. Also Dark Deception heißt das Spiel. Gibt's auf gratis auf Dampf. Ja, hier wird nur noch Deutsch gesprochen. Nee, also gratis auf Steam. Ist ein Horrorspiel. Ich gehe mal davon aus, das ist wie so ähnlich wie vielleicht Five Nights at Freddy's, was ich auch nie gespielt habe, aber ich kenne ein paar Videoausschnitte davon, beziehungsweise so ein paar Gameplays. Also es gibt Jumpscares. Man ist halt in Räumen unterwegs, so habe ich das jetzt mitbekommen, auch wenn sie als sie gespielt hatte. Man ist halt in Räumen unterwegs und muss so Scherben einsammeln, so bestimmte Scherben, um einfach weiterzukommen. Und kriegt so ein paar Erfolge, je nachdem, wenn man schon eine bestimmte Anzahl an Scherben gesammelt hat. Soul Shards hießen die, glaube ich. Und das Problem ist, dass hier und da immer so Äffchen auftauchen, so geisteskranke Äffchen, die einfach versuchen, einfach kaputt machen zu wollen, ja. Und da hat sie sich natürlich erschrocken. Und das sieht man dann auch, wenn plötzlich die Sicht verändert. Man sieht wirklich, wie sie die Maus nach vorne schmeißt, ja, weil sie so erschrocken hat. Und ja, man kann diesen Äffchen schlecht entkommen. Jetzt ist auch hier wieder so wie bei Check Quest. Sie benutzt die Renntaste nicht. Man konnte einstellen, oder manchmal hat das funktioniert, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht hat, dass sie die ganze Zeit rennt. Also man verbraucht dann offensichtlich nicht viel Ausdauer, weil es gibt keine Ausdauer hier offensichtlich. Aber ansonsten war sie nicht so geübt. Das heißt, das normale Weglaufen hat nicht so funktioniert. Irgendwann hat sie es rausbekommen, ist halt schnell immer durch die Gegend gerannt. Und man hört immer, wenn die schon auf einen zulaufen, ne? Man hört auch so ein bisschen, ja, Sprache würde ich jetzt nicht sagen. Also Geräusche, ne, dass sie halt auch auf einen zukommen und so. Und manchmal hat sie sich erschrocken, sie rennt und rennt und dann buff, ist das Ding vor ihr. Jetzt kann man mit der Mitteltaste, wenn man die drückt, automatisch eine 180-Grad-Drehung machen und könnte in die andere Richtung weiterlaufen. Aber sie ist nicht so geübt da drin, muss ich dazu sagen. Immerhin war sie so mutig und hat das gespielt, denn ich hatte gar keinen Bock auf sowas. Ich kann alles, ich kann die schlimmsten Filme. Ich sag mal so, ich drück's mal vorsichtig aus. Ich habe Videoclips gesehen, da würden andere ihr Leben wert zerstört, sag ich mal so. Ne? Also echt kranker Stuff. Kranker Shit. Aber so ne, ich hasse Spiele mit Jumpscares. Ich mochte schon Slenderman nicht. Ne? Und ich weiß nicht so, vielleicht geht es darum, dass ich mich erschrecke. Ich ekel mich eher selten oder so. Es geht wohl eher um dieses Erschrecken. Ne? Obwohl ich mich im echten Leben, wenn mich versucht jemand zu erschrecken, ich bleib kurz ruhig stehen und dann wirklich nach 2, 3 Sekunden habe ich mich wieder akklimatisiert und alles gut. Ne? Also, das ist nicht das Problem. Aber ich hasse Spiele mit Jumpscares. Ich will einfach durch. Ich will mich nicht ständig erschrecken. Ich kann das nicht be beschreiben. Auf jeden Fall war sie so mutig und wollte das Spiel und gesagt, okay, ich probiere es. Aber irgendwann war sie so fertig, sie hat gesagt, sie schreit gleich. Sie schreit gleich. Ich wusste nicht genau, weil sie sich ständig erschrickt oder weil sie einfach dieses Level nicht beenden kann, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das ist das Gameplay, was sie aufzeichnen konnten oder sie ja aufgezeichnet hat. Und ja, mehr gibt's halt nicht. Ne? Aber ihr könnt ja gerne woanders mal. Ihr könnt mal gucken, wie sie hier zockt. Ne? Vielleicht könnt ihr ihren Horror nachempfinden. Und ansonsten, wenn ihr es komplett durchgezockt sehen wollt, ja, müsst ihr wahrscheinlich woanders gucken. Ne? Aber trotzdem, sag ich mal, das war's dann hier soweit. Viel Spaß beim Gameplay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao. Dark deception. Another one. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you.
You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I could see the regret eating away at your soul. Ha! But now your time has come, and here you are, to grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Fail, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Clock's ticking. What a charming little hotel. Bring back any memories?
giving up? Now listen closely. See those floating bits of crystal? Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. Nobody liked you anyway. Making it pretty easy to root for the monkeys.
Death by Monkey? Oh dear, how embarrassing. Nobody liked you anyway. That's what you get for monkeying around with murder monkeys. If you don't let them stab you in the face. Are dead.